Aber grundsätzlich ist Antiziganismus ein Problem der Mehrheit, was das Verhalten angeht und vor allen Dingen auch was die Strukturen der Mehrheitsgesellschaft angeht. Also der Rassismus in der Polizei war im letzten Jahrhundert noch massiv, wirklich massiv. Und es gibt immer wieder Fälle, auch jetzt aktuell, also das war vor ein oder zwei Jahren in Freiburg, dass wirklich ein Polizeieinsatz jenseits vom angemessen da war, dass also Kinder in Handschellen abgeführt werden. Das passiert bei anderen Gruppen höchst selten. Und da wird ein einzelner 12-Jähriger abgeführt. Also das ist ein Unding, dass das passiert. Und da müssen die Institutionen, da muss der Staat, da müssen die einzelnen verantwortlichen Gremien intervenieren und eigentlich dieses Problem sehen. Und es müssen in der Gesellschaft, auch im persönlichen Verhalten, muss man das einfach mal wahrnehmen, was da passiert.